Guten Morgen, meine Lieben. Es ist ja schon Nachmittag, ein so schöner Nachmittag, meine Lieben. Hier bin ich wieder. Ich habe mir heute so die Frage gestellt: Wie geht's mir? Wie geht's mir wirklich? Was fühle ich in dem Moment? Weil wir haben sehr intensive Tage hier gehabt im Begegnungszentrum 57. Und jetzt sind Leute wieder abgereist. Und es ist immer so ein Gefühl in mir von ein gewisser Trauer auch vielleicht, das auf Wiedersehen zu sagen. Weil man so schöne Momente und so glückliche Momente einfach erlebt hat, gemeinsam. In der Erkennung, im Wiedererkennen des Christusgeistes, der Liebe in uns, in jedem von uns, in Gottes Liebe. Und manchmal kommt dann bei mir auch das Gefühl auf, und da will ich ganz ehrlich hinsehen, der Trauer, des Abschiednehmens jetzt. Hat man solche schönen Momente erlebt, solche schönen Tage, so viel gemeinsam gelesen, gekocht, man ist an den Strand gegangen. Man hat so viel gelacht, so viel Freude, so viel Herzenswärme gespürt. Und dann kommt der Moment des Abschieds. Dann kommt der Moment der scheinbaren Trennung. Jeder geht in seine Richtung. Und ich kann ja nichts festhalten. Und ich erlaube mir, das zu fühlen. Vielleicht auch Gedanken der Nostalgie, Gedanken des ewig Verbundenseins. Wie schön ist es, einfach immer verbunden zu sein. Und doch in der Welt der Formen gibt es sowas wie Abschied. Und das möchte ich halt einfach erinnern und möchte ich einfach mit dir teilen, auch dieses Fühlen, dass es schon okay ist, das zu fühlen, was ich im Moment fühle. Dass es nichts Schlechtes ist, dass es nicht wegdrängen braucht. Auch nicht mit Konzepten oder mit einer Übung. Zu übertauchen, zu vergessen, sondern dass doch in allem, das spüre ich auch so stark in meinem Herzen, und allen diesen Gefühle doch die Liebe Gottes ist. Dass da wirklich ich immer der Liebe näher komme, wenn ich mir alles erlaube, wenn ich wirklich ehrlich bin zu mir selber. Das ist ein großes Thema für mich in meinem Erwachen, einfach total ehrlich zu sein, mich zu zeigen. Es ist okay, dass ich mich so fühle. Es ist okay, dass ich vielleicht als Konzept weiß, es gibt nicht sowas wie Abschied. Wir sind ja ewig verbunden. Beziehungen sind ewig. Und doch fühle oder erfahre ich es für einen Moment anders. Und es dient mir letztendlich als Hilfe für mein Erwachen. Ich weiche dem nicht mehr aus. Ich akzeptiere es, ich schaue mir das ganz ehrlich an und kann es einfach sein lassen. Kann einfach alles sein lassen. Widerstrebe nicht dem Bösen, hat Jesus in der Bibel gelehrt. Also, ich kann es zulassen. Ist es für mich? Ich kann es wirklich zu alles zulassen. Ich bin in meiner Wehrlosigkeit. Ich bin wehrlos. Ich darf mich den allen hingeben. Alles darf kommen. Alles darf sein. Weil die Liebe immer mit mir ist, darf alles einfach so sein. Es berührt mich. Die Liebe berührt mich. Es berührt mich, dass alles so sein darf, dass ich nichts verdrängen brauche, dass ich nicht anders sein soll oder sein müsste, dass ich es tief auch mir erlaube zu fühlen. Und doch ist es irgendwie anders. Ich muss nicht mehr flüchten. Ich muss nicht flüchten. Ich kann stehen bleiben. Ich kann es fühlen, ich kann es spüren und ich spüre die Liebe Gottes in dem allen. Ich brauche nicht mehr flüchten. Wie oft bin ich geflüchtet von der Liebe?
Wie oft habe ich eine Situation nicht ausgehalten in meinem Leben und ich bin geflüchtet? Das versucht dann wegzudrängen. Ich liebe euch so sehr, ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Ich bin halt so, fühle mich so wert und auch so geliebt zur gleichen Zeit. Und so dankbar, dass ihr mit mir seid, dass ich das mit euch teilen darf. Dass wir uns nicht für nichts schämen müssen. Nicht, weil wir jetzt länger im Kurs sind oder schon weiter oder was auch immer, treten diese Gefühle nicht mehr auf. Aber ich brauche sie nicht wegdrängen. Ich erlaube sie mir im Annehmen, in der Liebe. Brauche nichts mehr widerstreben, nichts mehr ablehnen, mit nichts mehr kämpfen. Wie oft habe ich mit mir gekämpft? Ich sollte doch anders sein. Ich sollte doch das nicht mehr fühlen. Aber Jesus sagt mir doch im Kurs, was mir Jesus wirklich sagt, ist: Nimm es an, sei dankbar für alles, was geschieht, sei einfach dankbar, weil sich die Liebe Gottes in allem zeigt. Sei einfach dankbar. Nimm es an. Bleib einfach darin stehen. So wie Jesus in der Wüste 40 Tage lang einfach stehen geblieben ist. In seinem menschlichen Geist. In seinem Geist, der ihm alles gezeigt hat. Alle Versuchungen oder das ganze Spektrum des Geistes, könnte man sagen. Und er ist einfach stehen geblieben, anstatt ausgewichen, anstatt abgehaut. Er hat ein mächtiges Zeichen der Wahrheit gesetzt, stehen zu bleiben. Bruder, du und ich, wir bleiben jetzt einfach stehen. Was immer du fühlst, was immer in dir vorgeht, bleib einfach am Moment stehen. Mit mir. In diesem Augenblick des Lichtes verbinden wir uns. Und spüren, dass wir was von was Tieferem getragen werden. Meine Liebe Gottes. Und dass wir uns vor der nicht mehr wehren müssen. Dass wir die willkommen heißen können. Dass wir da in dieser Gewissheit stehen. Und es fühlt sich vielleicht nicht so bequem an. Der bequeme Weg war für mich immer der Weg des Flüchtens, des Ausweichens, des Vermeidens, des Ablenkens. Und Bruder, das funktioniert nicht mehr. Ich kann und will der Liebe Gottes nicht mehr ausweichen. Ich will dem und kann dem, was ich jetzt fühle, nicht mehr ausweichen. Ich kann es nicht mehr vermeiden. Es funktioniert nicht mehr. Durch Gnade Gottes komme ich in den Kreis der Sühne und bleib darin stehen und erlaube es mir zu fühlen, was jetzt ansteht, genau so. Und lass es auf mich zukommen und ich brauche nicht mehr davon zurückweichen und es nicht mehr vermeiden. Aber es ist so schön, dass ihr hier seid mit mir und dass wir diesen Moment teilen können. Einer tiefen Erfahrung Gottes, seiner Liebe, seiner Präsenz in unseren Herzen. Und es fühlt sich manchmal so an, als würde das Herzschmerz sein. Das Herz schmerzt. Das kenne ich so gut, wenn das Herz schmerzt. Ich glaube, es ist nicht, was nicht in Ordnung mit mir. Mein Herz schmerzt mir. Nein, Bruder. Es öffnet sich nur immer weiter. Dein Herz öffnet sich immer weiter. Es wird immer weiter offen. Du bist immer weiter empfänglich, immer mehr empfänglich für die Liebe Gottes. Es ist immer ganz anders, als wir denken.
Wir denken, ich habe Herzschmerz. Jetzt sterbe ich. Jetzt passiert was mit mir. Jetzt habe ich dann einen Herzinfarkt. Nein, Bruder. Es ist dein Herz, öffnet sich. Du bist immer empfänglicher für die Liebe Gottes. Oder ich habe in meinen Erwachen zum Beispiel Kopfweh, das ich sonst nie gehabt habe, starke Kopfweh manchmal gespürt. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt nicht in dem Erwachen. Irgendwas ist, geht falsch, zumindest mit mir. Dann habe ich immer mit mächtigen Gefährten gesprochen und ihm gesagt, na, das ist alles richtig. Deine Kommunikation geht auf. Deine Kommunikationskanäle gehen auf. Du wirst immer mehr zu kommunizieren lernen. Du wirst immer mehr lernen, die Botschaft zu empfangen, zu dienen, offen zu sein, ein Botschafter Gottes zu sein, wirklich in das Geben zu kommen, wirklich in die Einheit, in den Geist Gottes, das ein Geist des Gebens ist. Jedes Mal, wenn ich gebe, verbinde ich mich mit seinem Geist, weil Gott gibt nur, er nimmt nie weg. So sind wir dankbar, dass wir diesen Weg gehen können und diesen Moment gemeinsam verbringen können, der von uns nichts erfordert, der uns nichts wegnehmen will, sondern uns nur alles gibt. Lass dich einfach immer überraschen. Steh einfach einen Moment mehr im Vertrauen, dass das, was passiert, schon richtig ist. Dass wenn es Zeit geht, wenn die Zeit ist, getrennte Wege zu gehen, schon das Richtige ist. Und dass doch die Liebe ewig ist. Für den Bruder, für meinen Erlöser, für dich, für Jesus, für Gott. Es ist ewig. Da verändert sich in Wahrheit niemals. In der Wahrheit verändert sich nie was. Und die Wahrheit macht uns frei. Sie macht uns wirklich frei. Frei von Abwehrmechanismen. Frei vom Versteckspiel. Ich brauche mich nicht mehr verstecken. Ich kann ans Sonnenlicht treten. Ich kann treten mit meinem Bruder einen heiligen Augenblick ein. So wie genau jetzt. Ich brauche mich nicht mehr verstecken. Ich brauche mich nicht schuldig fühlen, dass ich noch nicht bereit oder nicht gut genug bin. Nein. Komm, Bruder, wird sagt Jesus, komm, Bruder. Es ist Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Ort, wo wir gemeinsam stillstehen. Ohne Abwehr. In der Liebe Gottes stillstehen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Ort genau hier. Danke, dass du mit mir bist, lieber Bruder. Danke, dass du mir zeigst, dass die Liebe viel schöner, viel erfüllender, viel größer ist, als ich das jemals gedacht hätte. Und dass sie sich auf Wegen zeigt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. So, lieber Bruder, vielleicht melde ich mich heute noch einmal. Habe jetzt ein herzerfülltes, ein Liebe und Liebe erfülltes Herz. Ich fühle mich so geliebt. Es tut so gut, hier zu teilen, ehrlich, authentisch zu sein. Ich brauche mich nicht verstecken vor dir. Und du versteckst dich auch nicht mehr vor mir. Wie schön, was für ein Wunder, welche Gnade erleben wir in diesem Moment. Gnade Gottes. Es ist immer der Vater in mir, der mich vollkommen macht. Es ist immer die Liebe in mir, die mich vollkommen macht. Jesus hat es schon vor 2000 Jahren der Bibel gelehrt. Es ist der Vater in mir, der diese Werke tut. Es ist die Liebe. Es bin nicht ich. Es passiert durch mich, weil ich mich zur Verfügung stelle,
weil ich im heiligen Augenblick auftauche, ehrlich bin, transparent bin und mich nicht mehr verstecke, dann passiert es durch mich. Gott ist immer bereit. Und jetzt bin ich bereit, gemeinsam mit dir. Danke, habt einen wunderschönen Tag. Ja, sollte irgendwas euch brauchen oder teilen wollt, bitte, es gibt eine eigene Plattform zum Austausch. Ihr könnt es mir gerne schreiben, ihr könnt es mich gerne anrufen. Wir sind total verfügbar für den Bruder. Gestern am Abend, wo die abgereist sind, noch zwei Personen, habe ich noch ihre Taschen zum Parkhaus getragen. Und sie haben gesagt, ja, sie können das ja selber auch tragen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte es gerne. Das ist für mich Dienen. Es hat mich so glücklich gemacht. Ich brauche keinen Applaus dafür. Es war einfach, ich will dienen. Ich will das Heil meines Bruders. Ist mir wirklich wichtig, dass er spürt, ich bin ganz mit ihm. Ich bin nicht irgendwas Besonderes. Ich bin nicht ein Lehrer, der mehr Erfahrung hat. Ich bin der, der was am meisten braucht, diese Verbindung. Ich bin der, der am meisten Demütigkeit braucht, um nicht besonders zu sein. Ich bin demütig und dienend und dankbar. Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Nachmittag. Und ich bin für dich da, wir sind für dich da. Wir bleiben in Verbindung, in der Liebe Gottes. Danke, ihr Lieben, ich umarme euch. Und wir sehen uns heute am Abend, 19:15 Uhr. Wer will, wer Zeit hat, wieder ein Treffen in der Heiligkeit, in den liebevollen Lehren von Jesus von Nazareth. Danke, meine Lieben, ich umarme euch und bin immer bei euch.